Ja, einen schönen guten Tag. Dankeschön. Ich begrüße euch zur Keynote. Professionelle Projektplanung moderner Websites. Es ist immer klasse, wenn man eine Keynote halten darf, direkt nach der Mittagspause, weil dann kann man immer 5 Minuten früher anfangen. Ja, legen wir doch mal gleich los. Ich heiße Nils Poker, 65 geboren, ich bin also in der Branche auch nicht mehr so ein ganz frischer. Ich lebe und arbeite in Kiel. Bin seit 14 Jahren als Webdesigner tätig. Selbstständig bin ich seit 21 Jahren jetzt genau. Ich komme ursprünglich aus dem Kunstbereich. Das heißt, ich habe als Gemäldekopist gearbeitet, ganz legal. Also ich habe nicht irgendwie 5 Jahre Geschäftsreise gekriegt oder so, sondern wirklich ganz normal. Ich habe da meinen Namen drunter geschrieben und habe auch im Ausstattungsbereich größere Projekte mit abgewickelt. Habe das Hotel Athlon mit Bildern ausgestattet und MS Europa und solche Sachen. Und das alles war im Grunde genommen auch Projektbegleitung, also auch weit vor dem Internet. Ich habe auch mal ein Buch geschrieben, das ist in der zweiten Auflage 2011 nochmal rausgekommen, 640 Seiten, sowas macht man auch nur einmal im Leben und nie wieder. Und gut, legen wir doch gleich mal los. Moderne Websites und professionelle Projektplanung. Gerade sagte schon jemand hier, das wäre ja klasse, wenn es das geben würde. Ne? Das ist ein schöner Traum und die Hoffnung stirbt zuletzt. Eigentlich geht es um Websites. Um was für Websites? Es geht um Websites, die für Nutzer funktionieren. Das wissen eure Kunden ja auch nicht immer. Die möchten Websites, die den Kunden toll gefallen. Oder den Raumausstatter, den sie im Bekanntenkreis haben. Oder dem Lebenspartner oder der Lebenspartnerin. Aber eine Website, die funktioniert, funktioniert für die Nutzer. Und dann ist sie auch erfolgreich und dann ist sie auch professionell umgesetzt worden und geplant worden. Wie sieht das denn aus? So ein Standard-Workflow. Das ist übrigens auch bei Agenturen nichts anderes. Und auch bei großen Kunden, bei denen ich nicht unbedingt das Webdesign mache, dafür bin ich als Einzelkämpfer zu klein, aber die Beratung mache, das läuft überall gleich ab. Bei großen Unternehmen nur oftmals auf einem anderen Niveau und mit anderen Budgets. Der Klassiker nennt sich Wasserfallprinzip. Man macht eine Analyse, eine Planung, daraus folgt ein Grobkonzept, dann ist man durch damit, dann geht das Ganze an den Grafiker, der macht das Layout. In eurem Fall bei Joomla auch ganz oft, man sucht sich ein Template aus, was passt. Dann kommt die Frontend-Arbeit, das heißt, man frickelt noch ein bisschen am Code rum, ein bisschen an der CSS-Datei, dann gehen die Inhalte rein und dann kommt der Launch. So funktioniert das. Im Glücksbärchenland, wissen wir alle. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Nach der Analyse und Planung kommt der Kunde und sagt, ich habe hier eine ganz tolle Website gesehen, so muss das aussehen. Das ist nämlich mein Wettbewerber und der ist total erfolgreich. Kunden wollen ja sowieso nur 3 Sachen. Dass es schick aussieht, ist klar, das ist mal Grundvoraussetzung. Und ansonsten möchten sie erfolgreich sein wie Amazon und Facebook bei den Wärmflaschenverschlüssen möchten wir sein. Und bei Google natürlich ganz oben. Egal, ob jetzt das, was wir machen, auch 5 andere in der gleichen Straße anbieten. Das ist wichtig. Und alle gleich, na? Wir müssen sparen. Ne? Wir haben nicht so viel Geld. So. Aber sobald man in der Analyse, in der Planung ist, Anforderungsanalyse, kommt sofort die Gardinenfront, ne? Also das Logo, das Blau von unserem Logo muss mit rein, unbedingt. Und machen Sie uns da doch gleich erstmal Vorschläge. Das ist auch viel interessanter. Das ist halt so.
Nach dem Grobkonzept merkt man, okay, man hat vielleicht an der Analyseplanung noch ein bisschen was zu tun und dann muss man da wieder rumfrickeln. Das wiederum hat Auswirkungen aufs Grobkonzept, das wiederum der Frontend im Frontend-Bereich muss, da muss man die Inhalte ändern, dann wird plötzlich aus den kleinen Teaser-Boxen werden, ja, das reicht uns jetzt doch nicht, das muss doch am liebsten doch ein ganzer Absatztext sein und dann kommt der Launch. Der Kunde kriegt erstmal so einen Zwischenstand mit den Zeitaufwänden. Mit dem kleinen Hinweis, das reicht jetzt nicht ganz, Ihr Budget. Aber dann geht es nochmal weiter. Ja? Weil dann ist das Ding relaunched und dann sagt der Golfkumpel aus Malle, also du, das Blau, das ist ja viel zu kräftig. Ne? Also hier in der Sonne sieht das ganz furchtbar aus. Und dann kriegst du einen Anruf und ja, nee, das muss also ein bisschen blasser. Und die Nachbarin hat übrigens vor 30 Jahren mal Innenarchitektur studiert, die muss es ja wissen. So. Also nochmal im Webdesign ein bisschen anpassen, heißt das denn, ein bisschen modifizieren. Und mit dem Satz, das geht doch schnell. Ne? Das können Sie doch mal nebenbei. Gern genommen, Freitagabend kommt die Mail mit dem Hinweis, reicht, wenn es Montag früh fertig ist. So. Dann kommt nochmal, dann wird das schnell, auf die Schnelle, mit heißer Nadel gestrickt, Launch. Und dann merkt man, ach Mensch, vielleicht müssen man ja doch nochmal, also die Anforderungen und unsere Zielgruppen, also die finden das jetzt nicht so gut. Wir haben nämlich einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Können Sie da nochmal ran? Und wenn Sie schon dabei sind, dann kann das Layout nochmal ein bisschen modifiziert werden, weil das Grün wäre uns das jetzt doch ein bisschen zu blass. So. Und nach dem Launch beginnt dann die sachliche Suche nach der Fehlerquelle. So. Und Projektfahrplan, der Projektfahrplan von allen Beteiligten. Da darf man auch, uns alle hier, ne? Wir sind ja unter uns, darf man auch nicht ausnehmen, der Projektfahrplan war meistens so. Das Gleichnis von den Blinden. Und man merkt natürlich nicht, dass am Ende der Straße, von der man meint, man hat den richtigen Weg eingeschlagen, dass da entweder eine Mauer ist oder eine Autobahn oder wie hier ein Graben. Hat aber immer irgendwie geklappt. Hat in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie geklappt. Und ein wichtiger Punkt, warum das geklappt hat, war, und jetzt komme ich mal auf die Gestaltungsebene, ganz einfach. Wir hatten eigentlich immer eine feste Größe, mit der man hantieren konnte. Ja, sogar die Frameworks, mit denen man arbeitet, CSS-Frameworks, 960 Grids, 960 Breite. 960 Grids kennt scheinbar keine 27-Zoll-Bildschirme oder 30-Zoll-Bildschirme. Und mit mobilen Geräten wird es auch ziemlich mau. Aber es hat geklappt. Also hat man so ein festes Ding gehabt und darauf konnte man gestalten, darauf konnte man seine Inhalte verteilen, da konnte man drin rumarbeiten, man konnte immer wieder zurück und diese Größe hat sich nicht geändert. Und das war immer so, scheinbar. Nee, war es nicht. Das ist ein Screenshot der allerersten Website, die am CERN vor gut 20 Jahren veröffentlicht wurde. Das war das Erste. Okay, ein Designpreis hätte das auch damals jetzt nicht gekriegt, aber darum ging es ja auch gar nicht. Das war also die große Revolution. Die zweite Revolution, die wir hatten, war 2007. Am 9. Januar 2007 auf der Macworld hat der heilige Gott, der Apple-Jünger, Steve Jobs, ein Telefon vorgestellt. Und dieses iPhone war nicht einfach nur ein Telefon. Das Wichtigste dabei war, es war ein voll funktionsfähiger Browser dabei. Das war nicht irgendetwas, was Internetseiten irgendwie interpretiert hat, wie wir das vorher mit den anderen Geräten hatten, sondern das war ein richtiger Browser. Und schau mal an, diese erste Website passt. Okay, ist eine Bildmontage, ne? Klappt aber. klappt aber. Diese erste Website ist tatsächlich natürlich responsive. Da waren keine Tabellen, da ist kein festes Raster, gar nichts.
Das heißt, das, worüber wir hier reden, heutzutage über moderne Websites und die Probleme, die wir damit haben oder die Anforderungen, die wir daran haben, die existierten ganz am Anfang des Webs natürlich nicht. 2010 veröffentlichte dann der Designer Marcotte diesen wichtigen Artikel und er nannte diese Technik Responsive Web Design. Ist jetzt auch 4 Jahre her, aber nicht wirklich lange. Grundlagen waren ein fluides Layout, das gab es schon vor, das gab es schon länger. Ich setze die seit etwa 2006 ein. Und das ist auch kein großes Hexenwerk. Bisschen nervig, ging aber immer. Der zweite Punkt waren Media Queries, also Anweisungen, wo gewisse Breakpoints sind, dass Inhalte linearisieren, also Seitenelemente linearisieren. Und der dritte Punkt waren flexible Bilder. Das war die Grundlage. Das hat dazu geführt, dass wir heutzutage Websites haben, die halt responsive sein müssen. Und das ist auch keine Mode, sondern eine Notwendigkeit. Dann kam ein ganz neues Problem an der Gardinenfront auf, nämlich, was kommt vom Kunden noch zusätzlich? Seige habe ich das genannt. Soll auf iPhone gut aussehen. Ja? Nicht. Da ruft keiner an und sagt, das soll auf dem Android total klasse aussehen. Nee, das sind die Apple-Leute. Das sind die, die richtig Kohle hingelegt haben für dieses Ding und überall damit rumschocken. Mittlerweile ist das ja ein Standardteil, aber das soll auf dem iPhone gut aussehen. Und wenn man sagt, ja, Android ist mittlerweile viel weiter verbreitet, egal. Auf dem iPhone muss es, auf einem coolen Gerät muss es gut aussehen. Und ihr könnt einen Lottoschein ausfüllen. Ein Feld reicht, ihr ruft alle Kunden an und sagt, ihr könnt mich alle mal, ich höre auf. An dem Tag, ihr werdet nämlich den Jackpot knacken, wenn ein Kunde anruft und sagt, das soll auf dem BlackBerry gut aussehen. Nie werdet ihr das erleben. So, was haben wir jetzt also im Web? Das Web ist definitiv überall. Und diese Grafik vom Webdesigner Brad Frost, die ist aus dem Jahr 2011. Die ist auch schon 3 Jahre alt. So, es hat sich aber nichts getan. Also auf allen möglichen Geräten muss das Web funktionieren. Das Web hat sich also komplett gelöst aus der klassischen Umgebung. Der ist auch so ein Durchgeknallter, der nimmt es zwar zum Testen, ist ja auch eigentlich notwendig, aber ich hätte jetzt nicht so viel Lust, denn doch da so ein Vermögen auszugeben und ihr wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Aber es ist tatsächlich so, dort auf diesen ganzen Geräten läuft das Web. Aber das ist ja mehr als nur einfach nur zu sagen, ja, wir machen fluide Designs oder wir nehmen ein Template, was einfach so vorhanden ist. Da steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Und darum gibt es dieses Responsive Web Design Bullshit Bingo. Alle Begriffe, die irgendwie in den letzten Jahren dazugekommen sind und mit denen man sich befassen muss. Und wenn man sich damit richtig befasst und versucht, diese ganzen Links und Listen durchzugucken, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man wirklich verdammt schlecht schläft. So, ja. Und man kann daran auch wirklich verzweifeln, weil jede Woche wird irgendeine neue Sau durchs Webdorf getrieben zu irgendeinem Begriff dieses Bullshit-Bingos. Aber es gibt auch gute Nachrichten, das ist ganz wichtig. Erstmal könnt ihr nicht alles wissen und nicht alles perfekt beherrschen. Das ist erstmal eine ganz wichtige Feststellung. Und wenn man dabei ist, sich in irgendwas reinzufuchsen und sich mit Dingen zu befassen, dann wird man merken, man kann nicht alles. Das ist natürlich in unserer Branche auch was ganz Besonderes und das gibt es in anderen Branchen nicht. Im Bereich Automobilproduktion wäre das so, man ist also nicht nur der Ingenieur für die Motoren, man ist auch nicht nur der Autodesigner. Nee, man ist dann auch der Werkstattleiter und die Hotline, die man noch am Wochenende anrufen kann. Und man muss natürlich auch dafür sorgen, dass genau diese Karre an der Google-Ampel immer ganz vorne steht. Ja, auch das wird verlangt, weil Design kann ja jeder und da ist ja noch die Innenarchitektin und der Raumausstatter.
Das ist der Schwager vom Pförtner, der hat nämlich gesagt, so, dass das Weiß auch echt nicht in Mode ist. So, das ist einfach so. Zweiter Punkt, es gibt immer jemanden, der besser ist als ihr. Auch das ist eine ganz wichtige Feststellung und das beruhigt auch in der Arbeit. Keiner von euch ist in allen Dingen der Beste. Das macht aber nichts. Macht das, was ihr macht und wofür ihr euch begeistert, da seid ihr automatisch gut. Und es gibt andere Sachen, wie früher in der Schule, die muss man halt mitnehmen, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss die Sachen auch lernen. Aber da muss man nicht der Beste sein. Und das ist in anderen Branchen nichts anderes. Ja, Nobelpreisträger für Physiologie bzw. Medizin-Nobelpreisträger. Und? Gefunden? Nee? Euer Hausarzt ist nicht dabei. Ja, Wahnsinn. Ja. Was erwartet ihr von dem? Ganz einfach. Lösung. Und wenn die Lösung darin besteht, dass er sagt, wissen Sie was, ich habe keine Ahnung, was Sie da haben, aber ich kenne jemanden, der findet das raus. Und da bringt sie hin. Da kriegen Sie eine Überweisung oder Sie kriegen einen Namen, da rufen Sie an, holen sich einen Termin. Und dann sind Sie glücklich. Sie erwarten nicht, dass Ihr Hausarzt Nobelpreisträger ist. Sie erwarten auch nicht, dass er, manchmal rutsche ich in der Sie rein. Wenn ihr zum Hausarzt geht mit Kopfschmerzen, dass er sagt, ja komm, ins Nebenzimmer, pass mal auf, ich mache mir eine kurze Gehirn-OP. Das wollt ihr auch gar nicht. Ne? Dann, es spielt überhaupt keine Rolle, welches Werkzeug ihr verwendet. Ich muss euch ja nicht erst sagen, dass Joomla in der sogenannten elitären Webentwicklergemeinde, also, ja, das sind die Kaninchenzüchtervereinsleute. Ja. Seid ihr nicht? Eben, genau. So. Und da kommt jetzt der Punkt, es ist völlig Banane. Also ich benutze ein Content-Management-System, das heißt CMS mit Simple. Kennt keine Sau, kaum jemand. Ja? Also ich verwende jetzt nicht so das Klassische. Und übrigens ist, glaube ich, was ich so gesehen habe, Contao auch jetzt mal nicht viel besser als Joomla. Und das ist aber nur mal so unter uns. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ich komme aus der Restaurierung, das habe ich mal ursprünglich gelernt, also Restaurierung für Gemälde und Skulpturen. Und mein Ausbilder damals, Kunsthistoriker aus alpen-baltischen Adel, hat gesagt, wissen Sie was, Sie können auch eine alte Madonna mit der Axt freilegen, wenn die übermalt ist über die Jahrhunderte. Das macht gar nichts, können Sie machen. Der Punkt ist nur, dass Sie das Werkzeug beherrschen. Wenn ich Ihnen ein Skalpell gebe und Sie können aber mit der Axt um, dann nehmen Sie lieber die Axt. So. Der Umkehrschluss gilt übrigens genauso. Ja? Ja? CSS Design Galerie, gerade die Top 10 gerissen. Jetzt frage ich mal. Wer ist für NetObject Fusion? Keiner. Microsoft Frontpage. Ja? Fertig-Template von Dreamweaver oder GoLive? Handgeklöppelt? Fast. Das ist eine Typo-3-Seite. Ja? Also, die Barmherzigkeit gebietet es, dass ich diesen Link nicht weitergebe. Aber sonst könntet ihr damit hausieren gehen, ne? Und sagen, Typo-3 kenne ich, guck mal. So. Andererseits, wiederum, habe ich mal bei Google eingegeben, Responsive Templates Joomla. Und, das kann sich doch sehen lassen, oder? Ziemlich cool. So. Kommen wir mal zurück. Das Wichtigste überhaupt. Die Grundlage jeder Planung ist erstmal, für wen machen wir das? Und wenn wir sagen, ja, Websites sind Websites, die für Nutzer funktionieren, ja, was sind das überhaupt für Nutzer? Nutzer, heute, wir haben also irgendwo den Content, den wir bereitstellen, und dann gibt es Nutzer, wie hier, bei Events, bei irgendwelchen Veranstaltungen, die rennen, so wie ihr auch alle, einige haben Laptops, einige haben Tablets, andere surfen auch mit dem Smartphone rum. Gleiche Funktion wie auf der Couch. Ja, auch da, Laptop wird seltener,
Tablet, Smartphone. Freibad, im Urlaub, öffentlichen Personennahverkehr, im Büro. Büro haben wir Desktop und Laptop, klassisch. Ja, tatsächlich? Nee. Büro kann auch sein, ihr geht in die Kaffeeküche, und was nehmt ihr mit? Euer Smartphone, und während ihr den Kaffee trinkt oder das Ding schnorchelt durch, der Kaffee, schaut ihr nochmal und checkt eure E-Mails auf dem Smartphone. Das heißt, das, was Webdesigner und Webentwickler immer wollten, die totale Kontrolle über das, was sie machen, was nach außen geht, wie irgendjemand, der ein Fernsehprogramm macht, wo es seit gefühlten 2000 Jahren ein Format gibt, das habt ihr nicht mehr und das bekommt ihr auch nie wieder. Und das ist auch nicht schlimm. Zielgruppen, ähnlich. Ihr habt in der Analyse vielleicht ganz genau die Zielgruppen festgelegt, zusammen mit dem Kunden. Und früher war das ganz klar, Zielgruppen waren die Nutzergruppen. Und wo sitzen die? Am Desktop-Rechner. Heute? Zielgruppen, gleich Nutzergruppen, gleich Desktop, überhaupt gar nichts. Diese Zielgruppen sind jetzt diese Nutzer, die irgendwo sitzen und ihr wisst erstmal nicht, wo die sitzen. Das ist unabhängig davon, welches Device sie verwenden. Ja, das könnt ihr ja noch aus Analyse-Tools rausfinden. Was muss sich also im Vergleich zum Wasserfall ändern? Und da werden immer wieder Grafiken gemacht mit Kreisen und wild durcheinander, so ganz perfekt ist das auch nicht, ich übernehme das jetzt nun mal, dass der Weg natürlich irgendwo bei der Analyseplanung losgeht, aber dass das abgestimmt wird mit dem Kunden, mit, wenn ihr im Team arbeitet, mit Designern, mit Frontend-Leuten, auch die Abstimmung für euch, passt das, was hier an Anforderungen da ist, in die Templates, die ich vielleicht gerne verwende? Habe ich die richtigen Module dafür? Gibt es vielleicht etwas, wo ich nochmal nachgucken muss? Das heißt, ihr müsst euch komplett frei machen von diesen fertigen Konzepten, die im Grunde genommen nur in euren Köpfen existieren und die auch beim Kunden in seinem Kopf existieren. Die gesamte Abstimmung innerhalb des gesamten Workflows in der Arbeit ist das Wichtigste. Bevor das Ding auf den Bildschirm da draußen bei den Nutzern rausknallt. So. Sonst habt ihr wieder das Chaos. Aber das ist ganz wichtig, ihr müsst viel testen. Die Testphasen sind wichtig. Testphasen und Abstimmung, das ist etwas, was ihr mitnehmen müsst in die Planung. Das heißt aber auch, Sie müssen das auch mit kalkulieren. Sie können nicht kalkulieren Umsetzung einer Website. Das ging eben früher auch nicht. Das bedeutet, dass Sie eine stringente Linie haben in dem Projekt. Es gibt Projekte, bei denen das funktioniert und früher noch eher funktioniert hat. So, Sie müssen Ihre Zeit irgendwo einpreisen. Das geht gar nicht anders. Wenn Sie zusätzliche Features bringen, wie gewünscht Barrierefreiheit oder jetzt Responsive Web Design, Sie müssen das mit kalkulieren. Ja. Das geht jetzt los. Ich zeige Ihnen, wie Schritt für Schritt Sie das umsetzen. Das Wichtigste ist ein Fragenkatalog. Eine Checkliste. Und ohne Checkliste machen Sie erstmal gar nichts. Das heißt, Sie stellen einen Fragenkatalog auf. Am Ende dieses Slides bringe ich einen Link, wo ihr ganz viel von dem, was ich hier besprochen habe, auch an Links, auch an Basis-Checkliste und so etwas, das alles durchzugehen, dafür reichen 40 Minuten nicht, dafür reichen nicht mal 400 Minuten, das alles durchzudeklinieren. Das Wichtigste ist nur, dass ihr erstmal genau abcheckt, was der Kunde haben will. Und die Checkliste dient in erster Linie der Kundenqualifizierung. Wie ist der selbst drauf? Wie könnt ihr mit diesem Kunden kommunizieren? Ja, glaubt er Google oder Telekom? Die Telekom-Seite, die Suchseite von Telekom ist das Internet.
Oder gibt er bei Google ein ins Suchfeld, habe ich auch erlebt, direkt im Kundentermin, www.kundendomain.de. Und natürlich hat er ein Ergebnis gekriegt. Ja, führte zu einem Erfolg. 1A. Ich bin erst drauf gekommen, dass er sagte, ich finde die Seite nicht. Und ich sagte, wieso, die ist doch online. Freigeschaltet. Geht. Nee, geht nicht. Bis ich rauskam, nee, der hat es bei Google eingegeben. Natürlich, nach 2 Stunden hat Google das jetzt noch nicht so direkt gefunden. Ja. Scheiß Google. Zielgruppenanalyse, ganz wichtig. Alles Mögliche an Fragen, auch zur Zielgruppe. Die Checkliste ist auch wichtig, um überhaupt die Anforderungen an die Inhalte festzulegen. Ja? Wenn ihr den Kunden fragt, was wollen Sie für eine Website? Ja, eine schicke, die bei Google ganz oben steht. Tschüss. Legen Sie mal los. Ja? Bitte? Ja. Zum Beispiel. Natürlich geht es auch um die Anforderungen an die Funktion. Geht es hier nur um Kontaktformular? Geht es hier um interaktive Geschichten? Geht es um ein Forum? Worauf müsst ihr achten, bezüglich in eurem Fall zum Beispiel bei einem CMS wie Joomla, also nach dem Top-Down-Prinzip, dass ich erstmal eine ganze Menge habe und kann aber noch Sachen dazu buchen? Was muss jetzt noch dazugenommen werden? Und natürlich auch die technischen Anforderungen. Muss der IE6 zum Beispiel eher supported werden als das Smartphone, weil die Zielgruppe ist jetzt bei Seniorenstift Seelenfrieden e.V. Da werden jetzt, ja, da muss man jetzt aufpassen, aber trotzdem, die Masse wird nicht mit dem Smartphone reingehen und auch nicht mit der Apple Watch. Außer es ist eine Eieruhr. Also. So. Worum geht es eigentlich bei dieser Checkliste? Um Antworten auf die Frage, wie und wo wird was von wem genutzt. Das heißt, eine genaue Verifizierung dieser Grafiken, die ich eben gezeigt habe, mit Nutzergruppen und Zielgruppen und Devices. Ich bin seit 2006 Mitglied der WebCrowds und habe dort unter anderem, das sind jetzt ältere Checklisten, das war 2007, 2008, da gab es diese Responsive-Gedöns ja noch nicht. Aber diese Checklisten habe ich immer verwendet und habe darüber Artikel geschrieben. Und wie gesagt, die Links habe ich alle hinterlegt in der ganzen simplen HTML-Datei. Und das sind die Inhalte, die in so eine Checkliste gehören. Zielgruppe, wie alt ist die? Das heißt, auf welche Kontraste muss ich achten? Ne? Sind da Leute so wie ich, ne? Die noch dem Kaiser persönlich die Hand geschüttelt haben? Und die finden das halt nicht so cool, wenn irgendwie hellgrau auf weiß, weil das so edel aussieht beim Konkurrenten. Ne? Bei mir sieht das nicht edel aus, bei mir sieht es nur aus, dass da irgendwas stehen könnte. Und geht es um Relaunch? Geht es um Launch? Wenn es eine Seite gibt, was gefällt Ihnen da noch? Möchten Sie alles neu haben? Oftmals sagen Kunde, das muss alles neu. Warum? Weil irgendjemand gesagt hat, die funktioniert nicht. Eine Seite funktioniert nie komplett zu 100% nicht, sondern hat oft nur irgendwelche Stellschrauben. Das heißt, Fragen, 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 Fragen und zuhören. Fragen und zuhören und ihr seht, wozu das bei mir geführt hat, aber es wird bei euch nicht mehr vorkommen. Also man muss wirklich zuhören und viele Fragen stellen zum Wettbewerb. Der Punkt ist, dass eure Kunden euch nicht alles erzählen, weil sie davon ausgehen, dass es selbstverständlich. Für sie ist es selbstverständlich. In ihrer Wirklichkeit, in ihrer Welt und in ihrem Konzept sind das Selbstverständlichkeiten. Ihr könnt es aber nicht wissen. Ihr seid Webentwickler, Webdesigner, Agenturinhaber. Aber ihr könnt nicht wissen, was für den Kunden tatsächlich wichtig ist. Ihr seid doch nicht in deren Branche drin. Ihr macht eben keine Wärmflaschenverschlüsse. So, also weiß der Kunde das. Und ihr müsst dann auch dem Kunden vertrauen, dass er es weiß, aber ihr müsst es abfragen. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass es von sich aus, dass er euch alles runterrattert. Denn, was auch ganz wichtig ist,
Irgendeine Site, die ihr dann aufbaut, die existiert so lange erstmal überhaupt gar nicht, solange nicht irgendein Nutzer die URL öffnet. Und was ist dann das Wichtigste? Design? Der Content an sich? Die Masse der Inhalte? Die Funktionen allgemein? Nein, es ist immer die Benutzerführung. Das User Interface. Ihr entscheidet darüber, so ähnlich wie bei Blues Brothers, Zigarettenanzünder geht nicht, scheiß Auto. Ihr habt ganz bestimmte Anforderungen, auch ihr als Nutzer. Und das ist eben in erster Linie, funktioniert diese Seite für mich? Funktioniert sie so für mich, wie ich sie haben will? Ich habe jetzt eine größere Institution beraten, eine große Unibibliothek, und die haben so eine Seite. Und die kriegen jetzt so wie trotzdem alles neu, aber ich habe denen klar gemacht im Beratungstermin, sie haben da zwar sowas wie ein Farbleitsystem, das ist ein Grün, ne? Nur zur Info, da ist auch ein grüner Balken und hier ist auch ein grüner Balken. Und wenn ich ganz genau hingucke und mir ein paar Minuten Zeit nehme, finde ich die auch. Das Problem ist, dass sich hier der Nutzer überhaupt nicht zurechtfindet. Die Studenten oder auch die Externen. Das fällt oft deshalb nur nicht auf, weil der Nutzer keine Alternative hat. Der sucht in einer ganz bestimmten Bibliothek, in einer bestimmten Stadt, eine ganz bestimmte Information. Und er ist dieser Seite ausgeliefert. Das ist zwar euer Vorteil und auch der Vorteil des Kunden, aber das heißt nicht, dass da draußen irgendwo jemand am Bildschirm sitzt und ins Kissen heult. Weil es gibt keine Alternative. Dieser Mythos vom nach 2 Sekunden klickt der Kunde weg, ist totaler Wahnsinn, totaler Blödsinn, stimmt nicht. Das macht er nur, wenn ein Substitutangebot 1:1 wirklich 2 Sekunden weiter liegt. Das ist aber lange nicht immer so. Ich habe jetzt mich einfach mal zu Hause hingesetzt und habe ihm gesagt, passt mal auf, ihr kriegt das für alles neu, aber das ist nicht das Kernproblem. Ich werde einfach mal ein bisschen die CSS-Datei verändern. Ich werde nicht ein Element anfassen im Core. Ich werde auch nicht irgendwo die Elemente verschieben. Ich werde nur ein bisschen am Design rumschrauben, nur an der CSS-Datei. Und da kann man auch sowas draus machen. Das ging wirklich ziemlich schnell. Da bin ich halt Webdesigner. Nur, damit sich die Leute einfach besser zurechtfinden. Die haben es mir nicht geglaubt und haben nachher in den Quellcode geguckt, ob ich an deren CMS irgendwas geschraubt habe. Das habe ich nicht. Das ist wirklich reines CSS. Aber hier ist halt nur das Problem, das Auge, das seht ihr selbst, weiß nicht, wo es hängen bleibt. So, ihr findet euch nicht zurecht. Content-Strategie. Content ist King, wissen wir ja alle. Ja, das war übrigens ein Presseartikel von Bill Gates aus dem Jahr 96, der hat das aufgebracht, man glaubt es nicht. Content sammeln, das heißt die Inhalte, welche Inhalte sollen überhaupt kommuniziert werden? Und diese Inhalte müssen wir kategorisieren. Und man kommt über diese Schritte auch nicht herum. Wenn man das nicht macht, endet man im Chaos. Und zwar zu 100%. So, und dann haben wir Kategorien, also Kästen mit Inhalt. Und jetzt geht es darum, jetzt haben wir Kasten 1, 2, 3, 4. Und da gibt es Relevanzen. Es gibt erstens, zweitens, drittens, viertens. Wichtig, auch wichtig, weniger wichtig, kann unter den Tisch fallen. Geht in die Fußzeile. So, und jetzt kommt ein neuer Punkt dazu. Wenn wir diese Kategorien haben, mit den verschiedenen Inhaltsblöcken vielleicht sogar, wie ist das bei der Linearisierung? Hier kommt schon gleich am Anfang das Thema Responsive Web Design ins Spiel. Wie linearisiert das für welche Nutzer auf welchen Geräten? Weil ich festgestellt habe in der Zielgruppenanalyse, es ist zum Beispiel eigentlich eine Tablet-First-Geschichte, weil ich E-Books anbiete. Dann ist das sehr wichtig, dass ich also sage, okay, ich muss jetzt irgendwie auf diese Tablet-Größen gehen. Wenn es ein Restaurantführer ist für kurz entschlossene Touristen, ist es logischerweise eine
Mobile-First-Geschichte. Und ich kann davon ausgehen, dass die Leute vor allen Dingen mit Smartphones genau auf diesen Dienst gehen, auf diesen Service oder auf diese Website. Und danach kann ich die Navigation festlegen. Erst dann. Und die Navigation ist die Benutzerführung einer Website. Die Navigation ist das Rückgrat. Ganz wichtig ist an diesem Punkt, und da müsst ihr auch mit dem Kunden, das müsst ihr dem Kunden klar machen, kein Design, kein User Interface. Photoshop bleibt zu und es werden auch keine Templates ausgesucht. Weil da werdet ihr plötzlich, wenn der Kunde bei dem Content, ja bei den Inhalten, oh, Zettel schreiben, überlegen, ja, was machen wir, dann lassen Sie sich doch mal was einfallen. Wenn Sie aber sagen, ja, wir können uns sonst auch Templates aussuchen, dann ist das wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja, ne? Lassen Sie uns mal gucken und die und die Seite gefällt mir und das gefällt mir nicht und dann verzetteln Sie sich wieder im Design. Auch hier wieder, das war das World Wide Web von Anfang an, so war es auch gedacht. Content, Inhalte, es werden Inhalte transportiert, Inhalte kommuniziert, dass man die noch ein bisschen schicker anmalen kann. Spielt erstmal keine Rolle. Welche Tools nehmt ihr? Ihr könnt Papier nehmen. Ein Kunde von mir hat einen großen Flipchart gemacht und hat direkt mit Zielgruppen zusammengearbeitet, hat also wirklich Tests gemacht und hat gesagt, so hier habt ihr so Karteikästen, packt mal erstmal auf dem Desktop die Sachen nach und nach nebeneinander hin, nach Wichtigkeit, wie ihr euch das vorstellt. Und auf einer anderen Flipchart, die drehte er um, da hatte er im Grunde genommen so einen Kasten mit so einer Art modifizierter iPhone-Grafik und hat gesagt, so, und jetzt mal von oben nach unten, was ist wichtig? Und das ist das Komplizierte. Und das ist auch, da muss man seinen Gehirnschmalz reinstecken. Und das ist der Punkt, den man auch kalkulieren muss. Das dauert. Wichtig ist nur, dass es linear ist. Die britische Regierung hat bei dem Neuauftritt ihres Riesenportals nichts anderes gemacht. Die haben wirklich mit Zettelchen gearbeitet. Und das funktioniert tatsächlich perfekt. Es gibt natürlich auch Tools dafür. Vielleicht gibt es auch, Online-Tools dafür. Man kann es natürlich immer schön kompliziert machen. Aber es ist am simpelsten, ganz einfach. Wireframes, ganz wichtig. Wireframes sind eigentlich das, also das ist immer am praktischsten, Google-Suchmaschine, was gibt mir Google aus als Wireframe? Ganz grobe Skizzen, in allen möglichen Varianten, per Hand gezeichnet, also wirklich, es geht nur darum, wo werden die Elemente gezeigt? Die Aufteilung der Seite in einzelne Seitenelemente. Auch hier sieht man Farbe, fast nicht vorhanden. Ja? Ist fast alles eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Grafik? Nee, gibt's nicht. Das Problem ist allerdings, sage ich gleich dazu, bei kleineren Kunden, also wenn ihr nicht gerade für eine IT-Abteilung arbeitet oder für eine Grafikagentur, werden viele Kunden damit nicht klarkommen, weil die nehmen das erstmal ab, aber sobald das erste Bild reinkommt oder der erste Text, gibt's Diskussionen. Eine Alternative, die ich verwende, zeige ich euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe für eine kleine Stadt. Kästen. Jetzt mal unabhängig vom Tool, alles grau, Stufe, ziemlich simpel. Es gibt einen vorhandenen Text. Texte sind immer gut. Und da kann man mit rumspielen. Natürlich das obligatorische Grußwort vom Bürgermeister. Das ist aber in jeder Stadt so, das ist in jeder Verwaltung so. Und noch eine weitere Variante. Das muss möglichst simpel sein für euch. Wichtig ist aber, das seht ihr, dass ich ziemlich genau wusste, was für Inhalte reinkommen oder rein könnten. So, da kann man sich über die Inhalte unterhalten. Da kann man auch über diskutieren. Aber erstmal ist hier gar nichts groß von Design. Es geht im Grunde genommen nur über eine Seitenaufteilung. Der Unterschied zu irgendwelchen freien Kästen oder leeren Kästen ist nur, dass man hier sehen kann, was passiert, wenn man tatsächlich richtige Bilder einsetzt. Hier kam tatsächlich aus der Verwaltung der Hinweis da oben, das war wirklich ein Blindbild, was ich genommen habe von einem ganz anderen Kunden, das ist doch nicht unsere Verwaltung. Und da seht ihr schon, auch das Problem habe ich gehabt und ich dachte, ja, nein, ist es nicht. Blindtextbild hätte ich vielleicht reinschreiben sollen, ich weiß es nicht, aber es hat mich fasziniert. So, also, Texte, ja. Texte, bringt Texte. Denn das Problem mit Lorem Ipsum
Tralala ist, Lorem Ipsum steht bei keinem auf der Seite. Es gibt übrigens auch Anrufe, was soll das eigentlich mit dem Lorem Ipsum? Also, es gibt keine Blindtexte auf richtigen Internetseiten und die richtigen Inhalte haben eine gewisse Länge. Und wenn ihr denkt, die Teaserbox hat vielleicht 3 Zeilen, hat sie nachher in Wirklichkeit 6 und dann habt ihr sofort ein Designproblem. Keine Farben, 3 bis 5 Graustufen, verwendet Flächen und Linien und Mobile First hilft hier. Also so wie ich das gemacht habe, funktioniert das übrigens tatsächlich, das kann man auch so den Kunden mailen und sagen, okay, was soll ich jetzt ganz nach oben rein? Wie könnte das aufgebaut werden? Da müsst ihr keinen Designpreis für kriegen. Tipps für Templates verwende ich ja auch. Setzt die auf schwarz-weiß. Setzt andere Bilder rein. Wechselt die Bilder um, wie auch immer. Wenn ihr wisst, okay, das Template passt eigentlich wie Faust aufs Auge, kommt nicht mit Farben. Macht einfach ein schwarz-weiß Ding daraus, färbt die Geschichte ein und fertig. Noch ein paar Tools. Fireworks, Photoshop, PowerPoint, Keynote, also Slideshare geht alles. Ist überhaupt kein Problem. Es geht auch wieder die Axt, um die Madonna freizulegen. Also ihr könnt, nehmt das Tool, was ihr am liebsten verwendet. Und wenn es Papier ist oder ein Zeichenblock, ist es auch in Ordnung. Ein sehr cooles Tool, das solltet ihr euch dann mal angucken, wenn ihr die Links kriegt. Es ist ein Fireworks-Derivat, sowohl Online-Tool als auch ein Programm, Application für Windows und Mac. Grandios, ist Open Source, ist noch in der Beta-Phase, funktioniert aber schon sehr gut. Und wer diese Adobe-Produktpolitik vielleicht auch nicht so total grandios klasse findet wie ich, wird darauf zurückgreifen. Dann noch ein Tipp: Blockform. Ja? Lorem Ipsum ist hier nicht. Ne? So sieht der Blindtext aus. Das ist auch richtig klasse. Man ahnt oder man weiß, das ist Text, der da reingehört. Das ist für grobes Wireframing grandios, wenn die Inhalte tatsächlich noch nicht stehen. Kennt ihr vielleicht Place Kitten? Wer kennt das? Okay, ein paar kennen es. Ja, geht immer gut. Miezekatzen, also wir haben zu Hause auch 7. Ja, 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 ja. Und 2 Hunde. Und verstehen sich aber fast alle. Ist also auch klasse. Dann gibt es Lorem Pixel, die Website macht jetzt nicht so viel her, aber das sind auch richtig tolle Bildbeispiele, um Blindtexte für Bilder einzupflegen. Oder man nimmt den Klassiker Dummy Image Generator, aber das ist tatsächlich so, hier besteht das Problem, das ist so abstrahiert, dass man das zum Beispiel als Header-Grafik oder wenn man jetzt grafikintensive Templates hat, das kann man nicht gut kommunizieren. Da steht dann immer nur 1200 mal 400 oder 600 mal 400 oder 300 mal 200 und das ist nicht wirklich ein Bild. Blindtextgenerator.de. Und auch hier, ich habe es eben schon gesagt, Obacht. Obacht bei Blindtexten. Ja, die Länge von Blindtexten, egal was ihr reinmacht, hat fast nie etwas zu tun mit den realen Texten, die ihr nachher bekommt. Farbe, Design. Also ich bin jetzt ein bisschen über meiner Zeit, ja, aber ich muss ja später anfangen. Eine sehr schöne Frage von Kenna Griffin. Also wenn Content King ist und Design Queen, wie teilen die beiden sich den Thron auf? Das ist eine legitime Frage und das ist immer wieder in der Projektplanung ein ganz wichtiger Punkt für Konflikte. Wir tauchen immer wieder Konflikte auf. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, wir haben hier den Content und Sie finden das mit diesen 3 Teaserboxen und darunter nochmal zusätzlich irgendwie ein Abbinder und der Footer, der hat auch nochmal 5 Bilder und so. Sie haben den Inhalt aber gar nicht. Da kann das sein, dass der Kunde sagt, ja, dann lasse ich was einfallen. Ich finde es total klasse. So, da haben Sie ein Problem. Deshalb auch von vornherein mit Template-Vorschlägen oder euren eigenen Überlegungen ganz vorsichtig sein. Das Einfachste ist, die Wireframes, die ihr erstellt habt, in welchem Programm auch immer, die sind ja alle farbfähig. Schwarz-Weiß-Monitore gibt es nur noch ziemlich selten. Färbt die ein und mit den abgenommenen Wireframes spielt rum. Macht die erstmal farbig. Macht ein Farbsystem. Es muss ja kein super Style Guide sein,
Aber sucht euch Farben raus und präsentiert das dem Kunden. Das klappt auch manchmal. Also es klappt nicht immer. Das war ein Kunde vor einigen Jahren, Verlag, und da habe ich dann auch im Grunde genommen nichts anderes gemacht in Photoshop über Ebenen. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen die Dinge hatten. Das dauerte 2 Minuten, bis ich die Dateien geladen habe nachher. Jedenfalls überall schön eingefärbt und ja, nee, vielleicht, und machen Sie doch nochmal Vorschläge. Und ja, dann waren die Vorschläge, und dann kam, obwohl das Orange im Logo ist, dann kam aus der obersten Geschäftsführung, nicht ganz oben, aber ziemlich weit oben, woher kommt denn das Orange? Wirklich, Originalzitat, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Dann, gut, machen wir halt nochmal grün. Und am Ende gab es eine schöne Galerie im Grunde genommen von ganz vielen Templates. So. Wie geht man dann anschließend weiter vor, wenn es ans Design geht? Jetzt geht es in den Bereich, wo ich natürlich auch die Entwickler hier anspreche. Auch Brad Frost, die Angelsachsen alle, sind immer scharf auf irgendwie coole Begriffe, also Responsive Web Design. Der hat gesagt Atomic Web Design. Atomic Web Design, das heißt, Brad Frost hat gesagt, und das habe ich übrigens schon seit Jahren gemacht, ne? Der hat gesagt, man soll einzelne Seitenbestandteile aufteilen in Atome, Moleküle, große Konstrukte bis hin zu einzelnen Seiten. Und diese einzelnen Bereiche dann separat gestalten. So wie hier, hat er jetzt mal das Beispiel gebracht, das Suchfeld, was er auf seiner eigenen Website hat. Und das ist ein schrittweises Vorgehen, das funktioniert selbstverständlich nur bei großen Projekten mit entsprechend realistischen Budgets. Aber da ist es unabdingbar. Es ist besser, als jetzt aus dem Wireframe rauszugehen und sagen, so, und jetzt mache ich das Ganze nochmal in hübsch, weil dieses nochmal in hübsch ist beim Kunden nachher nochmal übers Ziel hinausgeschossen, lieber Designer. Das wollen wir doch nochmal ganz anders haben. Und dann kommt der Neffe des Schwagers wieder ins Spiel, weil der ist 15 und kennt sich ja mit sowas aus, weil die Jungen, die können das ja alle heutzutage. So, Prototyping, nochmal ein Tool. Es gibt Adobe Edge, ich verwende ThinkingText. Kennt jemand das CSS-Framework YAML von euch? Ja, wunderbar. ThinkingText ist ein Online-Tool für YAML unter anderem. Und eine Zeit lang habe ich mit dem Entwickler, der Jesse, jeden Tag telefoniert, weil es darum ging, wie könnte man das jetzt eben auch aufbauen. Und was mich störte als Tester, und das ist ein richtig cooles Tool geworden. Prototyping heißt eben nichts anderes, ihr geht sehr früh aus den Wireframes raus. Ihr arbeitet nicht alles bis ins Detail aus, sondern geht ins HTML-Prototyping. Denn ihr werdet ganz schnell merken, alles das, auch das passiert mir, wenn ich reine Designaufträge mache und irgendwelche Frontend-Agenturen müssen das umsetzen, irgendwas geht trotzdem nicht. Denn das, was in Photoshop geht, oder das, was in Fireworks geht, oder was sonst wo geht, das geht noch lange nicht nachher in der Realität in HTML oder nur mit großem Voodoo. Und außerdem kann man sofort prüfen, also nicht nur ThinkingText oder Adobe Edge, sondern man kann sofort prüfen in HTML, wie sieht das Ganze aus, wenn es wirklich linearisiert auf kleineren Bildschirmen. Und auch Inhalte linearisieren. Es geht ja nicht nur um die Darstellung auf kleineren Bildschirmen, sondern auch um die Relevanzen. So, Farbe, Typografie, noch ein paar Dinger. Webcolor Data, da kann man also selbst seine eigene Website oder die irgendeiner eines Kunden eingeben und kriegt hier eine schöne Farbpalette. Ähnlich geht das auch mit Bildern. Ich habe jetzt einfach mal den Screenshot, den ich anfangs zeigte von der Joomla-Veranstaltung hier, vom Joomla Day, einfach hier hochgeladen und er gibt mir hier auch mal eine schöne Palette aus. Sehr cool, der bessere Color Schema, der ist ziemlich bekannt schon, heißt Peloton, der ist noch besser und bietet also auch eine schöne Palettenfunktion an. Dann noch zum Thema Typografie, ein paar Rundumschläge, Doppelbelegung von Webfonts, Google Webfonts, das heißt, wie kann man Google Web Fonts verwenden, dass sie wirklich schön harmonisch zueinander passen? Sehr schön auch nochmal fashion.de, der hat auch richtig herrliche Zitate von Trainern, Fußballern, Moderatoren reingebracht. Das macht also auch noch richtig Spaß, da
nicht nur schöne Texte zu sehen, sondern auch noch lustige Texte zu lesen. Das ist wirklich klasse, allein die beiden sagen schon alles über die Seite aus. Das ist grandios. Und dann gibt es noch diese Seite, auch Beautiful Web Type, wo man sehen kann, was kann ich mit Schriften, was kann ich mit Google Web Fonts machen. Das ist eine wunderbare Inspirationsquelle. Zum Abschluss, testen, testen, testen. Denn eure Testumgebung besteht nicht wie bei Brad Frost aus 50 Devices, sondern ich schätze mal aus einem Rechner, vielleicht zwei Rechner mit verschiedenen Betriebssystemen, das ist dann schon viel. Es macht aber schon mal keinen Spaß. Ein sehr teures Tool, aber sehr effektiv, ist ein Emulator namens BrowserStack. Für 19 Euro im Monat, kann man aber auch wieder monatlich kündigen, für 19 Euro im Monat bekommt man erstmal alles, was es so gibt, auf der Oberfläche von Desktop. Ja, ihr möchtet nicht hier diese ganzen virtuellen Umgebungen und dann muss man wieder runterladen und dann dreht man wieder durch und heult abends ins Kissen, weil wieder irgendwas nicht funktioniert. BrowserStack emuliert wirklich alles Mögliche und das ist meine eigene Website, zum Beispiel auf dem IE6 im Hintergrund. Und hier habe ich einfach mal einen Screenshot mit reingebracht oder ich hatte das geöffnet, was der alles kann. Und es gibt auch unendlich viele Devices und kommt immer wieder dazu. Wenn man Devices haben will, kostet es $39 im Monat, echt teuer. Vielleicht kennt ihr jemanden, der noch jemanden kennt, dem gibt man einfach das Passwort zufällig, hatte das ausgelesen. Jedenfalls kann man das also richtig gut nutzen, das ist richtig klasse. Dann noch ein Tool, auch nochmal zum Design, das habe ich auch nochmal gefunden. Ultimate CSS Gradient Generator, kennt ihr vielleicht, ColorZilla ist eine Web-Erweiterung. Also die Web-Developer-Toolbar habt ihr bestimmt alle im Firefox drin, das ist schon mal ganz wichtig. Aber ColorZilla ist ein Color-Picking-Tool und die haben auch so einen Gradient Generator geholt. So, jetzt bin ich zuletzt durchgestiefelt. Die Links findet ihr unter dieser Adresse, puka.de/jdd. Das ist eine einfache HTML-Seite, eine einfache Index-HTML und da sind nochmal fast, ich glaube, ich habe alles, was ich so gezeigt habe aus dem Web, die wichtigen Tools und Quellen sind drin. Noch Fragen? Danke erstmal für eure Aufmerksamkeit.